Heute früh war so süß, es buddelt energisch an meiner Schlafzimmertür. Das kann ja nur die Lotte sein. Wenn Holly buddelt, dann buddelt sie so ganz zaghaft und vorsichtig und die anderen buddeln nicht an der Tür. Stehe ich auf, mache die Schlafzimmertür auf, gehe wieder zurück ins Bett. Lotte hüpft rein, hüpft aufs Bett und hat sich eine Zeit lang streicheln lassen, war so süß. Und jetzt ist sie draußen unterwegs ohne Frühstück, weil sie musste zu ihrem Loch. Deswegen hat sie auch an der Tür gebuddelt, um mir begreiflich zu machen, hey, ich habe jetzt lange genug gewartet, jetzt steh endlich mal auf, lass mich raus, damit ich zu meinem Loch kann. Die anderen sind am Frühstücken, die lasse ich auch gleich hüpfen. Ich habe heute meine Haare gewaschen, wieder mit dem Silbershampoo. Also ich habe sie seitdem jeden Tag mit dem Silbershampoo gewaschen und heute habe ich sie ein bisschen einziehen lassen, ungefähr eine halbe Stunde. Naja, jetzt sind sie nass und sind am Trocknen. Heute habe ich gedacht, filme ich wieder ein Food Diary für euch, nehme euch den ganzen Tag über mit, vlogge aber auch. Und wir fangen an mit meinem Frühstück. Einer Tasse Ingwerwasser, also einfach heißes Wasser mit Ingwerstückchen. Und dann esse ich noch einen Apfel. Ich bin heute etwas spät dran und gestern hatte ich auch erst spät Abendessen und dann hat sich alles so ein bisschen nach hinten verzögert. Deswegen heute nur eine Kleinigkeit. Bruno, chillt. Lotte scheint fertig zu sein. Hallo, Schatz. Na? Jetzt will wahrscheinlich der Rest raus. Aber Lotte muss erstmal frühstücken, gell? So, der Vlog ist jetzt fertig geschnitten und ich habe mir vorhin die Haare gewaschen und mir gehen im Moment wieder so viele Haare aus. Keine Ahnung, was das jetzt wieder ist. Das war aber schon so, bevor ich beim Friseur war. Also hat jetzt nichts mit meinem Friseurbesuch zu tun. Davor hatte ich schon voll viele Haare immer im Abflusssieb und auch wenn ich mir die Haare kämme, nach dem Waschen wieder im Waschbecken. Ja, also dann werden die auch wieder dünner. Naja, ich mache mir jetzt Mittagessen. Und zwar habe ich noch ein Kräuterbaguette von Meckle. Das wollte ich ja mal austesten. Das wollte ich mir heute gerne mal machen. So, jetzt einfach mal rein. Ich glaube, das braucht so ungefähr 9 bis 11 Minuten, je nach gewünschter Bräune. Okay, beim anderen Ofen dauert es dann wahrscheinlich 20 Minuten. Wie ich gesagt habe, mein Baguette hat 20 Minuten gedauert, jetzt ist es aber durch. Da ja für mich immer viel zu wenig Butter drauf ist, habe ich mir hier noch meine Butter geholt. Ich kann übrigens nie Butter richtig schneiden oder wie auch immer. Also bei mir sieht das immer so aus. Es ist eine Katastrophe. Es ist völlig egal, ob ich die abschneide oder ob ich die so oben abschabe. Es sieht am Ende immer so aus. Katastrophe, ich sag's euch. Auf jeden Fall sieht so jetzt mein Mittagessen aus. Ich habe mir noch ein paar Tomaten aufgeschnitten, gesalzen, gepfeffert, Biodo-Essigcreme drüber gegeben und etwas Basilikum, den habe ich mir klein gerupft und Petersilienkräuter, so getrocknete. Und dann habe ich mir noch ein Stückchen Gurke aufgeschnitten. Das gibt es auch noch mit dazu. Und zwei Scheiben Sportsalami, da hatte ich Lust drauf. Ich habe heute früh noch gar nicht mein Bett fertig gemacht. Die Kissen habe ich ordentlich gemacht, aber mein Bett noch nicht. Ich habe nämlich die Bettdecke heute früh aus dem Fenster gehängt, damit ich ein bisschen auslüften kann an der frischen Luft. Und dann habe ich es einfach wieder reingeworfen, aber noch nicht mein Bett gemacht. Und ich finde, es macht einen großen Unterschied, ob man sein Bett macht oder nicht. Also ich mag gar nicht, wenn mein Bett nicht gemacht ist. Selbst wenn ich jetzt in der Früh keine Zeit hatte und dann am Abend ins Bett gehe, also bevor ich ins Bett gehe, muss mein Bett gemacht sein. Auch wenn es den ganzen Tag nicht gemacht war, weil ich halt in der Früh keine Zeit hatte. Aber abends möchte ich halt in ein frisch gemachtes Bett gehen und ich mache eigentlich immer mein Bett. Also mein Bett muss auch ordentlich sein. Und geordnet. Also ich kann nicht ins Bett gehen, wenn die Decke verwurschtelt ist oder so. Sondern bei mir muss da alles ziemlich ordentlich sein. Babys hüpfen immer noch draußen. Ich wollte jetzt noch das Thumbnail machen für den Vlog heute Abend. Und wollte ich euch noch irgendwas erzählen? Irgendwas wollte ich euch noch erzählen und gerade fällt es mir aber nicht ein. Ich bin mit der Lösung jetzt, also Vlogs und themenbezogene Videos miteinander zu kombinieren, wirklich
sehr, sehr zufrieden. Und es ist für mich eine Erleichterung, weil heute weiß ich, okay, ich filme ein Food Diary, nehme euch aber auch mit und ich muss die Videos nicht splitten. Und es ist einfach eine Einheit. Ihr seid auch irgendwie näher dabei. Stefan konnte meinen Fahrradständer übrigens gestern reparieren. Er hat nämlich, also meiner war ja komplett kaputt, da konnte man nichts mehr machen, aber er hat von seinem Rad den Ständer abgeschraubt und bei mir ran gemacht jetzt. Und was er noch gemacht hat, das war aber schon letzten Sonntag, als ich bei meiner Mama und Stefan war und die mich dann wieder zurückgefahren haben, da hatte er von seinem Rad auch noch das Schutzblech abgeschraubt und hat es bei mir dann gemacht, weil ich hatte ja keins mehr. Er wollte es einfach mal testen, weil wir nicht wussten, was ich für ein Rad habe und was ich da brauche. Hier ist der Ständer und mein Rad hat wieder ein Schutzblech. Das ist schon ganz gut, weil ich habe mich da schon mit meinem Schuhband drin verfangen hier. Die Babys sind alle hier draußen. Emily ist ja im Schlafzimmer unterm Bett. Die können jetzt noch die Sonne und die Luft genießen, solange ich noch am Arbeiten bin. Und die Lotte ist auch da. Was für ein Segen. Wobei, heute wäre es ja nicht so tragisch, wenn sie noch an ihrem Loch arbeiten würde, weil heute ist Sonntag, heute muss ich nirgends hin. Und heute habe ich Zeit, da kann sie bis in die Puppen an ihrem Loch buddeln. Aber gestern oder wenn ich in die Arbeit muss, ist das dann schon immer blöd. Aber jetzt scheint sie fertig zu sein. Toll. Gestern hatte ich noch den Ärger vor der Arbeit in der Früh. Jetzt ist mir wieder eingefallen, was ich vorhin sagen wollte, und zwar, ich sehe ja, wer unter meinen Videos immer Kommentare schreibt und wer halt oft und häufig oder vielleicht sogar täglich kommentiert, und es freut mich natürlich, und man hat dann natürlich auch zu euch so einen gewissen Bezug, wenn ihr auch ein bisschen was Privates schreibt oder was von euch erzählt oder eben auch, wenn ihr jetzt die Zuschauerfragen beantwortet, da hat man dann halt auch so eine Bindung zu euch, und das ist halt einfach schön. Und vorhin ist mir so der Gedanke gekommen, manchmal so von einem Tag auf den anderen liest man von manchen Abonnenten nichts mehr. Dann fragt man sich natürlich schon, geht es ihnen gut, ist irgendwas passiert? Das fällt einem dann halt auf. Die erste Zeit denkt man halt so, naja gut, der oder die hatte halt jetzt keine Zeit oder keine Ahnung, was auch immer, ist im Urlaub oder hat halt keine Zeit, keine Lust oder so. Aber manchmal denkt man dann so, okay, von der und der Person habe ich schon länger jetzt nichts mehr gelesen. Ist alles okay? Geht's ihr gut? Da macht man sich dann schon so Gedanken, weil man natürlich auch zu euch diesen Bezug hat. Da vermisst man dann auch einzelne Leute. Ich wollte euch die ganze Zeit noch was zeigen, und zwar habe ich ja beim letzten Mal bei DM, oder das war glaube ich sogar schon beim vorletzten Mal, ist ja wurscht. Auf jeden Fall habe ich dieses Rasiergel von Balea gekauft, weil die ja das von Gillette, was ich sonst eigentlich immer habe und auch lieber mag, nicht hatten. Das ist das mit Aloe Vera für empfindliche Haut, also vom Prinzip her eigentlich genau das gleiche. Das ist jetzt aber irgendwie so blöd, dass da kaum Schaum rauskommt, stattdessen macht es komische Geräusche. Also ich zeige euch das jetzt mal. Ich hoffe, es funktioniert jetzt nicht. Das wäre dann der Vorführeffekt, weil dann wäre alles auf der Kamera. Also passt mal auf. Hört ihr das? Das ist noch voll. Das habe ich kaum benutzen können bisher. Aber, also irgendwas funktioniert mit diesem Druckding nicht. Da kommt einfach nichts raus. Egal wie blöd man drückt. Ja, total ärgerlich, weil ich habe das, keine Ahnung, versucht zwei, dreimal zu benutzen und ja, es geht halt einfach nicht. Das ist ja aber auch irgendwie kaputt, sehe ich gerade. Ich weiß nicht, ob ihr das auch seht, aber hier den Deckel, der ist irgendwie komplett verdrückt. Also das war ein absoluter Fehlkauf. Jetzt wollte ich gerade die Babys wieder reinholen und ich wollte schauen, wer schon alles drin ist. Und das war jetzt so süß. Emily und Bombili kuscheln im Schlafzimmer unter dem Bett miteinander. Und Bombili hatte jetzt seinen Kopf so süß auf dem Boden liegen. Also das war jetzt echt zu goldig. Jetzt gehen wir auch mal wieder rein, hä? Ja? Oh. Ist die schön? Ist die schön? Aber ich wollte jetzt auch eine Runde gehen. Die pennen hier in der Sonne. Da sitzt die Lotte völlig entspannt.
Abendessen gibt es als Vorspeise eine Orange und eine Birne. So, ich habe mir gerade mein Abendessen aufgewärmt und zwar hat meine Mama gestern was gekocht und Stefan mitgegeben. Ich weiß nicht genau, was es ist, aber ich glaube, es ist ein Eintopf mit Spargel und Bohnen und ich glaube, Linsen sind noch drin und vielleicht Kartoffeln. So, Zeit für meine Nachspeise. Ich habe eigentlich wie letzte Woche von gestern, also von Samstag, noch Pistazien übrig. Also das sind frische. Ich hatte nur letzten Sonntag von Samstag auch noch Pistazien übrig und das ist jetzt eine neue Packung und ja, da habe ich auch noch ein paar übrig. Und dann gibt es noch ein Eis von Magnum Classic und zwar dieses Mal im Becher. Das soll man ja drücken, knacken und genießen. Ich zeige euch das mal so. Ich habe das nämlich gestern auch schon zur Hälfte gegessen. Und zwar war da oben noch so ein Etikett, dass man es 10 Minuten draußen stehen lassen soll. Dann soll man drücken, das Ganze knacken lassen und dann essen. Das Ding ist nur, als eine Person esse ich nicht einen ganzen Becher Eis am Abend, sondern ich teile mir das auf. Und wenn ich das Eis 10 Minuten stehen lasse und das schon antaut, dann kann ich es ja danach nicht mehr auftauen. Deswegen habe ich gestern einfach die Hälfte rausgenommen, habe das halt stehen lassen. Und dann war wahrscheinlich dieser Effekt nicht so da, als wenn ich das gleich als Ganzes gegessen hätte und es halt 10 Minuten auftauen hätte lassen. Aber naja gut, ich habe das dann eh noch ein bisschen stehen gelassen und erst dann gegessen. Ich muss aber sagen, dass ich das normale Magnum am Stiel lieber mag, als das jetzt hier im Becher. Die Zuschauerfrage heute kommt von Cristiano Ronaldo bzw. Sabrina. Sie schreibt: Hallo Simone, immer sehr schöne Bilder am Anfang. Beide Kleider standen dir super. Ich fand das weiße Blumenkleid persönlich noch schöner als das in Khaki. Zu deiner Frage, das ist immer sehr unterschiedlich, mal süß mit ganz viel Nutella und manchmal lieber herzhaft. Kommt ganz drauf an. Ich weiß nicht mehr genau, ob diese Fragen schon gestellt wurden, zum Beispiel für die Frauen vielleicht. Tragt ihr lieber hohe Schuhe oder lieber Turnschuhe oder Sneakers? Und vielleicht für die Männer, damit sie nicht zu kurz kommen. Welchen Fußballverein mögt ihr am liebsten? Ich trage immer bequeme Sneakers, bin nicht der Typ für hohe Schuhe. Und die Fußballfrage beantwortet mein Sohn und er sagt natürlich Real Madrid. Naja, ist ja kein Wunder, er heißt Cristiano. Ganz liebe Grüße von uns. Dankeschön, liebe Sabrina, und ganz, ganz liebe Grüße auch an euch und an dich. Und danke für deinen Kommentar und die Zuschauerfrage. Ich trage eigentlich lieber hohe Schuhe. Tatsächlich. Und ich finde die auch bequem. Also außer sie haben jetzt so einen ganz dünnen Pfennigabsatz. Aber so jetzt zum Beispiel meine normalen Schuhe, die ich habe, die haben ja einen etwas dickeren Absatz hinten. Die finde ich eigentlich ziemlich bequem. Und da kann ich auch ganz gut drin laufen. Und mit Fußball habe ich ja mal so gar nichts am Hut. Also so gar nichts, gar nichts. Da kenne ich mich weder aus, noch interessiert es mich, noch mag ich es. Aber wie ist es bei euch? Da bin ich sehr gespannt. Und schreibt mir auch gerne unten in die Kommentare, was ihr heute gegessen habt. Wir sehen uns morgen wieder um 19 Uhr. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Bis morgen.